Sie sich Kim Kardashian mal genauer angeschaut, also so ganz genau, dann sind Sie ja sicher auch schon drauf gekommen, dass das It-Girl ganz eindeutig aussieht wie Sängerin Cher. Sagen übrigens nicht wir, sondern die neue Trend-App Gradient. Und während die Prominenz in Hollywood gar nicht genug von ihren Doppelgängern bekommen kann, ist die Reaktion bei der Laughing Hearts Gala in Berlin am Samstag, nennen wir es mal, ein kleines bisschen weniger abenteuerlustig. Oh Gott, oh Gott. Oh, 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 jetzt kommt was Altes oder so. Oh weh, jetzt ist was nicht Cooles. Dabei ist die Angst doch völlig unbegründet. Immerhin wissen die deutschen Promis nämlich scheinbar auch ohne App schon ganz genau, wem sie ähnlich sehen. Ich würde meinen Tipp auf Eva Longoria. Oder viel eher ähnlich sehen wollen. Denn eins sei an dieser Stelle schon mal gesagt. Fitnessstar Fernanda Brandão ist an diesem Abend die Einzige mit einer realistischen Selbsteinschätzung. Was wir damit meinen? Bitteschön. Barbara Streisand sehe ich ähnlich. Angelina Jolie hoffentlich. Jasmina Filali, Schauspielerin und Ehefrau von Ex-Fußballprofi Thomas Helmer, weiß immerhin, wem sie nicht ähnlich sieht oder sehen will. Einmal hat man mich allerdings auch gefragt, ob ich ein Autogramm geben kann. Und dann hat man mich gefragt, wie es denn so war, so lange mit Dieter Bohlen zusammenzuleben. Und da haben sie mich, glaube ich, mit Nadel verwechselt. Da war ich ein bisschen geknickt. Und damit das auf keinen Fall ein zweites Mal passiert, überlässt die 44-Jährige schon beim Foto, das die App zum Vergleich braucht, nichts dem Zufall. Mann, ich guck mal, wie Angelina. Super Idee. Raten Sie mal, wie gut das geklappt hat. Glaubt man der Gradient-App, sieht Jasmina Filali nämlich aus wie Angela Yeung Wing, besser bekannt als Angela Baby, ein chinesisches Model. Eine Asiate? Ja. Sie haben einen Pornostar. Möchte ich nicht. Das machen wir jetzt so lange, bis ich aussehe wie Angelina Jolie. Ja, es scheint, als springe der Funke zwischen App und deutscher Prominenz irgendwie noch nicht ganz über. Schauspielerin Janine Ullmann verfällt vorab sogar schon regelrecht in Panik. Wenn ich jetzt aussehe wie Oscar Lafontaine, Leute, wenn das jetzt rauskommt, dass das mein Zwilling ist, dann bin ich aber echt frustriert. Gehe ich ganz frustriert in diesen Abend hier heute rein. Nicht ganz, wobei das tatsächliche Ergebnis schon wieder nicht unbedingt für die App spricht. What? What? Okay, das ist irgendwie echt, also ja, natürlich sehe ich aus wie Vanessa Hutchins. Da wäre ich als nächstes drauf gekommen. Am Ende ist es in Berlin allerdings scheinbar ohnehin egal, wie viel Ähnlichkeit zu sehen ist. Hauptsache, der Promi-Zwilling gefällt. Sandra Bullock, ja, das geht. Ja, doch. So ein bisschen. Es wird noch besser, denn Schauspielerin Christine Neubauer ist mit ihrem Ergebnis offensichtlich mehr als zufrieden. Da bleibe ich doch mal blond, oder? Ohne Scheiß. Diana. Scheint, das haut mich jetzt echt um. Ach so, sollten Sie sich jetzt denken, Sie müssen auch dringend rausfinden, welchem Promi Sie ähnlich sehen? Vorsicht, denn nach einer dreitägigen Testversion lauert eine Abo-Falle und der Spaß wird mit satten 21,99 € im Monat richtig teuer.